Das ist mein Patient. Ich habe soeben bei ihm einen Fußpilz und einen sehr unschönen Nagelpilz diagnostiziert. Er hat sich angesteckt im Schwimmbad. Er ist ohne Badelatschen unterwegs gewesen und über den feuchten Boden gelaufen. Jetzt müssen wir natürlich mit Antipilzlack und Antipilztabletten und vielleicht auch einer Laserbehandlung die Sache wieder beheben. Aber es gibt noch ganz viele andere Aspekte, die man beachten muss. Zum Beispiel seine Schuhe. Er trägt schweißige Turnschuhe. Und dieses feuchte Milieu, das weicht den Fuß auf und die Pilze haben freie Bahn. Und dann die Socken. Socken, die man nur bei 40 Grad waschen kann, kommen keimiger aus der Waschmaschine, als sie reingegangen sind. Also deswegen ab 60 Grad aufwärts ist gut gegen Pilze und übrigens auch gegen Warzen. Und was muss man sonst tun? Bitte zum Arzt gehen und sich mal die Beinvenen untersuchen lassen, denn manchmal hat man Krampfadern. Krampfadern bedeuten, dass das Blut nicht mehr ausreichend zum Herz zurücktransportiert wird, sondern immer wieder in den Fuß runterfällt und dadurch die Immunabwehr im Fuß geschwächt wird. Und dann wird gründlich alles abgearbeitet und wenn Krampfadern da sind, kann man Kompressionsstrümpfe tragen oder die Krampfadern richtig beseitigen lassen. Und ein ganz wichtiger weiterer Tipp ist, lassen Sie sich mal Ihre Mikronährstoffe im Blut bestimmen. Denn wenn Biotin oder Eisen fehlt, Zink, Vitamin D, Selen, Omega-3-Fettsäuren, dann müssen die nachgefüllt werden. Denn nur so wird der Fuß wieder abwehrstark. Und das geht oft mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln. Ansonsten gönnen Sie sich mal leichtes Schuhwerk, wo viel Luft drankommt. Auch ein schönes Fußbad ist immer wieder angesagt. Gerne auch im Büro mit Salbei oder Eichenrinde und danach abtrocknen, auch gut zwischen den Zehen, damit sich da kein Fußpilz festsetzt und dann schön eincremen, um die Hautschutzbarriere wieder zu festigen. Und das kann ja auch mal Ihr Partner für Sie tun.